willkommen mit dem Unboxing des Samsung Star 3 Duos. Duo steht hier mal wieder für Dual-SIM-Handy und wie ihr seht, wir haben hier sogar noch ein kleines Chat-On-Logo von Samsung. Das ist kein Android-Gerät, denn es ist kein Android aufgelistet hier an der Seite, wo die technischen Daten stehen, die ihr hier hoffentlich jetzt ablesen könnt. Wir haben dafür natürlich WLAN integriert, wie gesagt, 2 SIM-Kartenleser, 3 Megapixel-Kamera sogar, 3 Zoll-Display mit einer QVGA-Auflösung, das steht normalerweise für 840. Ne, mal 480 mal 320, so rum, genau. Natürlich alle möglichen anderen Sachen noch. Und ja, legen wir einfach los mit, was ist hier drin. Ich hoffe mal, ich schaffe das Ganze hier so auszupacken, dass die Person, die das am Ende bekommt, nicht irgendwie meckern wird. Wie ihr sehen könnt, natürlich hier das Gerät. Wirklich sehr klein und handlich. Ich habe mir noch ein S3. Damit werden wir es hier gleich mal vergleichen. Huiuiui, natürlich doch ein Größenunterschied. Kommen wir dazu gleich noch weiter. Dann haben wir hier in der Verpackung natürlich drin ein Micro-USB-Ladekabel, kein Micro-USB-Kabel, interessant, okay. Und natürlich der Akku hat 1000 mAh, ist im September gebaut worden, entnehme ich natürlich gleich mal hier der Hülle. Brauchen wir natürlich später, um das Gerät hochzufahren. Und dann haben wir hier noch etwas Papierchen drin, und zwar ist es einfach hier das Manual, diesmal auf Ungarisch, weil wir hier natürlich in einem ungarischen Shop sind. So, dann packen wir das Ganze mal aus. Auf der Rückseite schöne Folie jetzt gerade noch drauf. Das ist ein ja, schickes, kleines 3 Zoll Smartphone hier von Samsung mit einem Hardware-Knopf zum Glück wie immer noch vorne, also zum Anschalten. Hier annehmen und auflegen einmal als Touch. Sensoren hier vorne, das Ganze gibt es natürlich nicht nur in Weiß. Lautstärkeregler, hier kann man sich das Ganze um den Hals hängen, wenn man möchte. Unten der Micro-USB-Anschluss zum Aufladen, oben Kopfhörer, Kamera habe ich euch schon gezeigt, ohne Blitz hinten, aber mit Lautsprecher gleich daneben. Und ja, hier kommen die 2 SIM-Karten rein. So, Akku einlegen. Und dann schauen wir mal, was das Gerät so drauf hat, was Kameraleistung angeht und Geschwindigkeit angeht, wenn wir das hier mal zum Schreiben benutzen. Bei Samsung ist der Anschalter natürlich immer rechts oben. Und schon geht's los hier mit dem Anmachen. Ich lasse die Folie mal drauf, da das Gerät später noch in den Verkauf geht. Und ja, ich bin einfach verblüfft, wie klein das ist. 3 Zoll im Vergleich zu 4,8 Zoll ist das wirklich so klein, aber anscheinend schon. Ja, das Samsung-Intro ruckelt meistens sogar bei größeren Handys. Also das ist jetzt auf keinen Fall eine Vorwarnung, dass das Gerät schlecht sein wird. Und ja, dafür sind wir immerhin schnell im Menü drin. Und ja, ich frage mich gerade noch kurz, was das hier für ein Betriebssystem genau ist. Deswegen gehe ich hier mal nach ganz unten, beziehungsweise ich tausche jetzt erstmal hier die Sprache für euch. Denn ich habe es nicht so gerne auf Ungarisch, wenn ich hier Videos zeige. Zurück komme ich hoffentlich hier mit dem Knopf. Genau, ich gehe nochmal aufs Menü drauf. Settings und Network, Reset, Memory, Backup, Call, und es ist etwas verwirrend hier das Ganze und ich weiß gar nicht, wie man aus Menüs normalerweise zurück hier rauskommt, denn es gibt ja nur einen Home-Knopf. Ah ne, mit dem Home-Knopf kommt man immer eins zurück. Aha, okay, sehr gut. Aber das Display ist auf jeden Fall schon mal sehr touch-unsensitiv, also es ist wirklich etwas gewöhnungsbedürftig, ich würde sogar sagen resistiv. Und ja, ansonsten, wir gehen jetzt mal in die Messages rein und schauen uns an, was das Ganze hier kann, wenn man mal eine Nachricht schreiben möchte. Jetzt klingelt hier mein Handy gerade. Trotzdem unwichtig. So, und jetzt, ja, ich möchte eine neue Message createn. Ich tippe jetzt mal hier rein. Und auwei, ich kann hier gar kein QWERTY auswählen, sehe ich gerade. Keyboard-Type, QWERTY. Ach, doch, sehr schön. Okay, also ich tippe jetzt hier einfach mal Hallo. Ah, das funktioniert schon mal super. Also die Tastatur ist wirklich auf sich verlassen. Und ich drehe das Handy jetzt mal. Und ja, sehe ich zum Beispiel jetzt ganz kurz auch schon hier seitlich die LEDs rausleuchten. Also das Display ist nicht ideal verteilt, aber das Display dreht sich auch nicht. Also ihr könnt nur in eine Richtung eure Nachrichten schreiben. Jetzt zeige ich euch nochmal kurz die Kamera. Dafür immer hier schön einzeln raus. Menü. Und da ist die Kamera. Jetzt bin ich gespannt. Ja, doch eigentlich ganz akzeptabel. Bis zum nächsten Mal bei TechHive.de und NLTV. Das war hier das neue oder alte Samsung Star 3 Duos mit Dual-SIM-Handy. Günstiges Handy mit Dual-SIM. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr uns zugeschaut habt, und bitte abonnieren.